So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play. Hier mal wieder im Technik. Heute nicht alleine, heute sind sie alle da. Ich drehe mich hier mal so ein bisschen rum. Da sehen wir schon mal einen Biber Butzemann. Der hat den Weg hier zu mir schon mal geschafft. Hallo, Herr Butze. Hallo. So, und das Schwert, das versuche ich immer dann, da versuche ich immer noch einen zu verdecken. Da haben wir den Amiga Link. Auch der hat es geschafft, hier heute zu mir zu finden. Hallöchen. Und dann drehen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Ah, den dürfen wir noch gar nicht zeigen. Den dürfen wir noch gar nicht zeigen. Oh, ganz langsam, ganz langsam. Da kommt er. Da hat man es schon gesehen. Beggarman LP, auch er hat es geschafft, hierher zu kommen. Guten Abend. Guten Abend. So, und dann würde ich sagen, was haben wir heute vor? Wir wollten heute ein bisschen in den Twilight Forest, ne? Ja, Dann würde ich gerne. sagen, machen wir mal das Portal. Und was ist das denn? Wie hat denn der das hierher geschafft? Wir haben den eingeladen. Der Targun. Moin, Leute! Höchstpersönlich, und da war es natürlich, ne? Das epische Moin, Leute. Ja, das habe ich in der letzten Aufnahme, wo ich dann vom Bakerman schon mal vorgestellt wurde, natürlich total versaut, indem ich einfach Morgen, Leute, gesagt habe. Oh, Ja. Oh nein. oh. Ja, Fehler passieren, Fehler kommen vor. So, heute mal halt kein Technik, heute wird's mal mystisch, mysteriös mit dem Twilight Forest. So, wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was der Twilight Forest ist, der wird gleich etwas überrascht sein, wie man das Portal baut. Also man kennt ja ein Portal, Neta, ne, hier so 10 Blöcke braucht man, ne? 2, 4, 6, 10. Genau, 10 Genau. Blöcke und dann so ein bisschen anzünden. Beim Dingens geht das ein bisschen anders. Man benötigt als erstes mal ein 4x4 Loch mit Wasser. Das hätte ich diagonal machen sollen. So, Genau. Wäre das Beste. dann braucht man ringsrum Blumen. Dann muss man die Zauberformel sprechen. In Abracadabra. Tanzenderweise, richtig. tanzenderweise. Und dann müssen sich alle ganz dicht an das Portal stellen. Alle ganz dicht dran. Ganz dicht dran. Und dann schmeißt man einen Diamanten da rein. Hui! Es klappt jedes Mal. Es klappt jedes Mal. Einer kriegt mindestens den Blitz ab. Wie viel hat es abgezogen? Ein Herz. Ein Herz. Oh, das geht ja noch. Du hast ja noch Also bei vertretbar. mir hat es auch noch ein halbes abgezogen. Du kannst mal gucken, wir haben gar kein PvP an, muss ich gerade feststellen. Ich lasse sie Ja, immer nee, alle PvP ist aus. rantreten. Ja, und dann würde ich sagen, ich spring mal einfach rein. Hopp. Genau. Du Achievement stehst get. drüber. Yeah! Ja, wahrscheinlich muss erst noch die Welt laden. Gut, dass Ja, du noch zu sicher. sehen bist, obwohl du schon weg bist. Ja, Downloading Terrain. Schwebt wie Jesus. Genau. Von Nazareth. Nein, du hast den Twilight Forest noch nicht erstellt, also Mensch. Ja, wie denn auch? Premiere da drin. Absolute Premiere. Ich bin immer noch nicht drin. Ich habe immer noch Download Terrain. Terrain. Jetzt, Bei mir jetzt, jetzt. funktioniert es gerade gar nicht. Yeah. Ah, jetzt. Jetzt Hat sind wir gedauert. da. So, gleich Portal. Ach, stimmt. So, was Richtig. erwartet uns hier im Twilight Forest? Also erstmal hier ein nettes Portal. Und Sieht dann aber echt gleich schön aus. Hundis! Hier, Wölfe. Wer klettert denn da schon den Baum rum? Nee, der fliegt. Sieht zumindest aus wie fliegen. Die fliegen noch. Ihr fliegt? Ah, Warum die Welt fliegt ihr? baut sich noch so ein bisschen auf, aber die Ihr müsst Bäume, mal die sind springen. Springt ja. mal, springt mal. Bäume sind wirklich sehr schön. Okay. Ja. Die fliegen da oben noch. Wer ist Oh. denn da oben? Ja, Oh, toll. ich weiß Ach, nicht, wer hat denn eine Targun. Goldrüstung? Targun ist Targun. da oben. Nee, Targun. ich bin eigentlich, also Jetzt, jetzt, jetzt. in meiner Aufnahme laufe ich hier schon die ganze Zeit neben euch rum. So, Das sah was aus, man. als wärst du im Kreativmodus und fliegst da oben um den Baum rum. Ach, Was man jetzt echt? auf jeden Fall feststellt, ist, im Twilight Forest ist auf jeden Fall diese Bäume. Also diese Bäume, die sind echt episch. Also ich hab's mal mit, hier, wie heißt der Mod nochmal? Timber, hab ich mal bei Feed the Beast so ein Twilight Oakwood abgeholzt. Mein Inventar leer plus eine Axt hat nicht gereicht. Uiuiuiuiuiui. Aber die sind schön, Mensch. Da könnte man so klasse Baumhäuser reinballern. Auf jeden Fall. Stimmt. Sogar mit Aufzug irgendwie Ich irgendwas. hole mir In der mal hier die Mitte sind die Force Gems. sogar auch hohl, glaube ich. Ja, wer hat eine Axt Echt? dabei? Ich. Ich auch. Eine normale Also. Eisenaxt. Oh, ich habe hier so einen anderen Schlons. Genau, das gleiche wie Butze. Ja, Ich die habe sind die sind sind Holz, hohl. Holz Ja, die sind Spitzhacke. hohl. Habe ich jetzt gewonnen. Uah. Das ist ja geil. Habe Die ich sind hohl von erschrocken. innen. Ja, auch Cool. nicht Oh, schlecht. was ist denn das hier? Wo ich hier drauf stehe. Blum. Hier Wurzel. fliegen Achso, Vögel hier sind rum. Wurzeln. Ah, Gut. die haben auch Wurzeln. Ja, die haben hier richtig Wurzeln. Ah, das ist ja abgefahren. Oh, guck mal hier, Vögelchen.
Das Einzige, was halt jetzt hier extrem gefährlich ist im Twilight Forest, das sind die Monster. Ja, hier gibt es irgendwelche Bosse, ne? Hier gibt es Bosse. Ja, es gibt zwei oder drei Bosse. So, und hier hinten, das möchte ich mal so ein bisschen schon mal spoilern, weil ich das nämlich so gut kenne. Diese Bergkonstellation hier vor uns, so ein Hügel hier, das ist meistens ein Anzeichen dafür, also dieser Berg sagt, setze ein Quarry auf mich und lass ihn einfach arbeiten. Was ist das denn hier? Okay. Also für den kleinen Tagun musst du jetzt aber nochmal erklären, was ist ein Quarry? Ein Quarry ist ein Gerät aus, ich glaube, Industrial Craft. Buildcraft. Aus Buildcraft. Mit dem du ein Gelände einebnen kannst, möchte ich mal sagen. Ah, die Schnellmethode. Jawohl, wir haben's. Vorsicht. Hier sind Hirsche. Wir haben's gefunden. Genau das wollte ich nämlich eben gerade noch sagen. Das Ding hier, diese Bergkuppe, die ist immer ein Zeichen dafür, dass drinnen, da ist also richtig Remi-Demi. Ja. Mit Erzen. Irgendwas lacht hier. Ja, die lachen, Alter, die machen richtig Schaden. Die lachen, die sind richtig mies. Das sind Köpfen hier gerade gar nichts. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich sehe hier so ganz viele Leute. Kleine Trolle. Genau. Da sind auch jede Menge Spawner. Das ist ein Bogenschütze. Also wollen wir denn da rein, oder? Ja, wenn wir gerade schon so mit so vielen Leuten hier sind. Also hier, da kriegt dann auch Amiga endlich sein heißgeliebtes Zinn, denke ich mal. Ah. Also hier sind auch jede Menge Kisten drin. Und hier, warte mal, habt ihr ihn gerade gesehen? Da. Da ist der kleine, ich weiß gar nicht, was das ist hier, so einer mit so einer roten Mütze, der so eine Axt in der Hand hat. Der kann richtig pervers werden. Ja, ich höre dich schon. Cooper! Aua. Ja, zum Glück habt ihr ja den ganzen Schaden von mir ferngehalten. Zombie und so eine Socke hier, Creeper. Achtung, Creeper. Ah, hier so eine kleine, und kleine Zombie. Der hat mich von hinten attackiert, der Drecksack. Hier ist richtig Polade. Aua. Weg mit ihm. Ich hab hier. Boah, ich hab da hinten Spawner ist ein Spawner gesehen. Von den kleinen Viechern. Ja. Ein Enderman. Nein! Pass auf, Amiga! Geh weg! Bo. Hinter dir ein Käfer! Ein Käfer? Ja. Käfer, die nehmen. Was macht der? Der macht Feuer. Der macht nur Feuer, das ist kein Greifkäfer. Alter, wenn du da von dem gegriffen wirst, ey, dann geht dir aber richtig der Kackbolzen ab. Hau ab, Enderman. Ja, super. Das Schöne ist ja auch, ich habe nicht eine Fackel in der Tasche. Ach, ist nicht so schlimm. Ja, da solltest du vielleicht. Ach, übrigens, und die Organ, die funkt dir dazwischen. Die hat das alles ersetzt. Fällt mir so gerade. Das ist ja süß, wie die dann au machen. Normalerweise ist hier jede Menge Erz drin. Aber der Custom Ore Generation nimmt das zum größten Teil raus. Ja, leider. Aber hier sind trotzdem noch Kisten und Spawner und alles. Ach, scheiße. Genau. Da hat doch schon wieder was hinter mir gezischt, ey. Ja, hinter mir auch. Ich versuche hier so ein bisschen die Spawner auszuleuchten. Aua, Mann! Nein, so eine Goblin! Ich hatte den Enderman die ganze Zeit noch alle hacken. Nun, wach mal kurz. Warum kann ich... Ich kann nichts essen. Man hört hier nur knallen und irgendwelche Sterbegeräusche. Willst du noch einen Stack? Nee, danke, reicht das mal. Einen Stack. Zum Glück habe ich nur 8 Diamanten in der Tasche. Wenn du mir die so aufdrängst. Ja, ich habe einen ganzen Sack voll. Hier ist eine Kiste. Ich könnte ja jetzt schon wieder was sagen, aber... Nein. Nee. Schon wieder. Die war jetzt zu stumpf, die Vorlage. Man muss ja nicht jede nehmen, ne? Nee. Ich nehme dann nur jede zweite, das reicht. Kiste, eins, Magneten, Enchanting Table und Baked Potato. Oh, Creeper! Nee, Enchanting ganze, nicht. Ganze Latte. Leute, da kommen gleich hier 95. Alter, was kommt denn hier? Autsch. Die sind ja. Autsch! So. Und diese kleinen Spinnen sind ja auch gar nicht nervig, zum Glück. Nein. Noch mehr Krieger! Die droppen Kohle! Die Lütten droppen irgendwie Kohle, die mit der Zippelmütze da. Die sind auf jeden Fall geil hier die ganze Zeit.
Ja, ich finde die witzig. Alter! So hab ich denn schon wieder das Enderman. Ey, was geht hier ab, ey? Also hier ist noch ein paar, vorne irgendwo. Oh! Also ich glaube, ich bräuchte langsam mal ein bisschen Regenerationszeit. Oh, du schießt auf mich, du Drecksau. Oh, zwei Skelette. Ja, und von links und ein Zombie. Ich stehe hier hinter der Säule und höre überall nur Schüsse. Ist ja geil, ey. Verdammt, kam an die Kiste nicht mehr ran. Achso, da war... Hilfe, da ist Feuer. Alter. Feuerfie. Hauptsache, ich habe die Taschen voll. Vorsicht. Zeppling. Da hat's Kaboom gemacht. Ja. Aber auch nicht. Da hält's mich bei einer Zerbrösel. Zum Glück habe ich eine Goldrüstung. Aber auch nicht. Ja, eine Goldrüstung, die wichtigste. Putze, hinter dir ist ein Käfer. Ja, ich dachte mir, die sieht schön aus, die nimmst du mal. Der Magnet aus der Kiste, der ist auch so schwachsinnig, der ist so überflüssig. Der ist genauso wie dein komischer Hammer, über den wir heute Vormittag philosophiert haben. Also dieser Dingens hier, dieser Magnet, der soll die Erze aus dem Boden ziehen. Macht er eigentlich auch soweit, aber ja, super. Du ziehst einmal die Erze raus, dann ist das Ding schon fast hinne. Und irgendeiner hat aus einer Kiste gerade von euch so eine Essenz bekommen, so eine Bohr-Essenz oder Twilight. Diese Essenz, wenn du die jetzt auf ein Tier in der Oberwelt wirkst, dann holst du damit ein Twilight Forest. Ein Harmful. Okay. Also du kannst denn da zum Beispiel halt ein Schaf kannst du benutzen oder kannst da dann halt auch Hirsche draus machen und alles Mögliche. Cool, Bambi killen. Ja. So, wie viele Kisten habt ihr so ungefähr? Roundabout? Also ich hatte eine jetzt gerade komplett gelootet und aus einer anderen noch das, was übrig geblieben ist. Die ist leer. Ich habe mich beim Looten mal zurückgehalten, weil ich im Moment gar nicht weiß. Ich habe hier drei Ironwood Ingots und sechs Emeralds, ansonsten nichts. Ja, hier sind noch Leitern drin und Karotten. Hier sind noch die sechs Leitern nehme ich auch noch mit. Ja, Karotten hatte ich auch gesehen, die habe ich nicht mitgenommen. Ja, ich nehme erstmal alles mit. Genau. Solange die Taschen noch Platz haben. Ja, und das ist bei mir nämlich zum Beispiel nicht mehr der Fall. Also ich habe auf jeden Fall so ein Uncrafting-Table und der Uncrafting-Table, der ist richtig genial. Finde ich zumindest. Wenn du versehentlich was gebaut hast, gecraftet hast, dann haust du es in den Uncrafting-Table rein und dann, ja, hast du deine Materialien raus. So wie ich das immer mit Custom Receipts mache, einfach zum Zurückwandeln. Ja. Weil du es ist aber manchmal. Ein bisschen was bezahlen an Erfahrung. Genau. Ja, gut, okay, das so weit geht Custom Receipts dann nicht, also dass man daran auch irgendwie. Glowstone. Ja, hängt überall Glowstone an der Decke. Oh, ich brauch Glowstone. Ja, nicht nur du. Ich glaube, es braucht. Ja. Nö. Wo kommen die denn jetzt her, die Zombies? Ich habe mich mit Dartcraft und so weiter noch nicht so auseinandergesetzt. Dartcraft brauche ich das, damit ich da überhaupt weiterkomme. Ja. Falsche Tasche. Ich nehme dort Eisen mit hier. Jetzt ist es dunkel hier. So, jetzt gehe ich. Habe ich jetzt nicht was gemacht. Beim Gehen essen? Nee. Doch, so, aber langsam. Jetzt gehe ich mal auf einen User-Kommentar ein und zwar diesen komischen Hammer aus Tinker Constructor, damit so mein Arzt abbauen kann. Schau mal, ob das geht. Ja. Jo, kommt geht. Auf den Hammer, glaube ich, schön. An. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Kohle-Reservoir und was nicht alles. Ey, ich hätte mir irgendwie einen Beutel mitnehmen sollen oder so. Komm mal her, ich kann dir einen geben. Ja, oder wo bist du denn? Bakerman sehe ich, Tagun, Amiga-Link. Der Butze ist weg. Da sehe ich den Butze auf der Minimap. Irgendjemand ist hier bei mir. Ne, jetzt nicht mehr. Dachte eben gerade, ich baue da mit Trivolo zusammen ab, dabei war das Amiga-Link. Das ist aber egal. Ja, das ist hier bei uns... Genau, das ist ja das Schöne an unserem Let's Play Together, was ja auch viele Leute schon als absolutes Positives beschrieben und geschrieben haben, dass bei uns das eigentlich alles so läuft, dass wenn einer was braucht, dass er dann auch mal schnell rübergelaufen wird und dass er dann mal was vorbeigebracht wird. Ja, genau. Also, das kommt gut an bei dem Publikum, zumindest bei meinem. Na, ja. Das hört sich doch schon mal gut an. Ja. Ich nehme mal was mit, was ich auch kenne, Kohle. Nimm alles mit, du brauchst alles.
Wir brauchen Kupfer und dieses Apatit-Zeugs, das brauchen wir. Apatit weiß ich gar nicht, wofür das ist. Kohle, ja, das macht nichts. Das ist das für die Forests, die farmen. Will doch nicht genau. Alles. Ah, okay. Wir das auch plötzlich. Ja, ja, nee, da fange ich vorerst nicht mit an. Ich habe mir überlegt, ich bleib bei Farmen mit bei der Turtle. Dieser, wo kommt der, glaube ich? Ich glaube, vom Bakerman kommt der Zuschauer. Klaus irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr. Der war da recht begeistert. Ja, ja, doch. Ja, dass ich die Turtle benutze für die Rubberfarm. Mhm. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, ich werde wirklich mehr auf Turtles setzen, als ich das ursprünglich vorhatte. Weil, ja, Turtles hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Das sind doch diese Dinger, die packst du da hin und dann schreibst du da irgendwas rein und dann bauen die von alleine ab, oder? Ja, richtig. Das sind halt, vom Computercraft. Das sind halt kleine Roboter. Naja, das habe ich schon mal gesehen. Die schütten dann auch irgendwie, glaube Lava gleichzeitig dann irgendwie zu, dass sie da irgendwie das musst jetzt Cobblestone oder sowas. Zum Beispiel, das musst du aber alles programmieren. Ne? Ja, ja, aber ja, stell mir bitte niemals Fragen, wie das funktioniert. Doch, da okay, ist das wird dann das erste sein. Nee, das kann ich selber nicht. Nee, das ist eine Sache, die ich selber nicht kann. Also mit den Turtles. Ich habe Bakerman dafür vergöttert, dass er das mal alles erklärt hat. Er hat's alles erklärt und ich habe nichts verstanden. Ja, das ist halt leider so. Wer hat denn jetzt bei Glowstone aufgesammelt? Ihr Lümmel. Na, vielleicht wäre es nochmal eine Idee für diese Mod. Wenn das mit dem Programmieren zu schwierig ist, dann sollte man das vielleicht so machen, dass man fertige Skripte craften kann und die dann kannst einfach du. Nur da reinballern. Kannst dir die, du kannst die über Paste-Bin laden. Ah, ja, gut, okay. Gibt einen extra Befehl, Paste-Bin-Get. Das ist was anderes. Und die Seite kennst du eventuell, Paste-Bin. Das ist halt so ein, wie soll man das nennen? Da kann jeder seine Codes oder auch irgendwie einfach nur Texte, kann die da speichern. Und die werden dann mit einem, mit so einem Codeschlüssel aus der Seitenangabe auch, kannst du das dann mit Paste-Bin-Get in die Turtle reinladen. Oder in deinen Computer. Sag mal, das ist auch nicht schlecht. Mir wäre dann natürlich ein Ingame-Item lieber, ne? Also. Ja, in-game ist etwas komplizierter. Also ich empfehle da echt lieber über Paste-Bin zu gehen. Du musst dann den Trivolo sagen, er soll den Programm schreiben und der kann dir das dann auf eine Diskette geben. Genau, und vor allen Dingen soll er mir das dann nochmal ganz genau erklären. Ja. Sag mal, Zertus-Quarz braucht ja keiner, ne? Ihr wollt ja alle nicht Applied Energetics machen. Nein. Ich habe da schon was Eigenes gefunden. Denn ist ja gut. Dass ich das alles mitgenommen habe, das ja. Also ich habe hier auch irgendwas. Ich habe Aluminium und Tin und Eisen. Kohle habe ich, Kohle kenne ich. Aber mit was baust du denn da unten ab? Ach, mit diesem komischen Hammer aus Tinker Construct, ne? Ja. Ah, Tinker Construct. Ach so, da wollte ich in meinem Let's Play nochmal was an meine Leute sagen. Tinker Construct, das ist ein Mod, wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann schaut bitte bei Bakerman rein, weil bei mir werdet ihr über Tinker Construct so gut wie gar nichts hören, weil der Mod ist mir einfach zu... zu ich finde den sehr interessant, werde aber wahrscheinlich selber auch nicht drauf eingehen. Also ich habe das nur gesehen bei Balloon Head war's, glaube ich. Ja, das kann auch sein. Der hatte auch mal irgendwas mit Tinker gemacht, aber fand ich jetzt auch nicht so, ist nicht so der Mörderbringer irgendwie. Nee, das war, glaube ich, nee, das ist was anderes. Tinker Table. Der hat sich eine Modular-Suite wahrscheinlich gemacht. Das kann sein. Denn ich glaube, er spielt ja Feed the Beast Unleashed und ich glaube, in FTB ist Tinker Construct nicht drin. Es würde mich jetzt sehr wundern. Und ja, liebe Zuschauer, ich verwende nur noch Diamantwerkzeug, weil wir haben es ja, ne? Diese kleine Special-Folge da, wo ich ja wieder meine Mathefähigkeiten unter Beweis gestellt habe. Hey, ich habe Eisenstiefel gekriegt. Wir hatten die weggeworfen. Die haben die Viecher getroppt, eben diese kleinen Zwerge. Ja, unter anderem. Ich habe noch ein halbes Paar, das kann ich dir geben, dann kannst du ein ganzes draus machen. Weißt du, was wir umstellen sollten? Oh, das wäre prima. Den Eimer. Weil meins. Force Power. Meins ist fast zerballert. Ich habe einen dabei. Ich habe auch einen Force Eimer dabei.
Ah, da hinten ist das Tiefkopf. Ja, ich suche dich gerade, aber die Namen werden mir irgendwie nicht gezeigt. Wo seid ihr alle? Für mich so einsam. Ja, ich bin hier auch gerade allein unterwegs. Ja. Aber ein Tipp, guck mal auf die Minimap, da siehst du nämlich auch, wo wir sind. Ah ja, gut, okay, ja klar, logisch. Auf einem Kann Minimap sein, dass du die einschalten musst. Nee, ich sehe sie. Minimap ist schon da. Gut, okay, dann stopfe ich die beiden mal zusammen und dann, also ihr sagt, Gold ist Kacke. Gold glänzt, ist schön. Aber bringt nichts. Ja, hält ja halt nicht so richtig lang. Aber warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt? Hast dem Tribolo sein ganzes Gold versaut, ne? Das ist aber doch eigentlich kein Geheimnis, oder? Ach, ich dachte mir, naja. Hatte ich die Stahldingens genommen. Ich wollte mich ein bisschen farblich von euch absetzen, also, ne? Okay, das ist ja verständlich. Optisch ist Gold ja gut, aber ansonsten, naja. Geht relativ flott kaputt. Ich glaube, früher war das Goldwerkzeug mal schneller, aber das ist auch nicht mehr der Fall, ne? Ja, ich glaube, das ist immer noch der Fall. Nee, das ist nicht mehr. Das auf jeden Fall ist die Abnutzung extrem schnell. Was ist denn das hier? Ja, die Abnutzung ist extrem schnell. Die Abnutzung war schon immer extrem schnell. So ein schwarzer Schwarm, der haut mich und vergiftet mich. Bienen? Ja, das sind irgendwelche Art von Bienen, glaube ich. Wollen wir eigentlich mal weiter? Ich habe hier noch so einen kleinen Troll, der hier nochmal... Was hat der jetzt gedroppt? Weizen. Also, ich baue hier gerade Kohle ab. Ja, das ist ich bin zu lange an dieser Location. Hier kommen schon die Kleinen vom Himmel geflogen. Ja, dann lass uns mal weitergehen. Wo stell dich mal nicht so an. Ja, wo ist der Ausgang? hat einer von euch eine Silk Touch? Bei Trivolo ist der Ausgang. Ich hab eine. Nö. Ach so, weil ich hier gerade zwei komplette Glowstone eingesammelt habe. Aber nicht nach Ausgang aus. Macht's möglich. Ah, also sieht okay. Das nach Ausgang aus? Hier hoch und dann nach links. Doch der Ausgang? Na ja. Gut, dann folge ich dem mal ganz unauffällig. Ne? Hier hey, komm, bisher habe ich mich in meinen Minen doch einmal, ein einziges Mal musste ich mich im Vanilla Minecraft nach oben buddeln, weil ich nicht mehr rauskam. Ich habe den Weg nicht mehr gefunden. War, glaube ich, um mit 200 rum, oder? Gehen wir weiter. Ja, kommt hin. Können wir machen? Das können wir mal machen. Ich hau hier mal so einen alten Hirschbock. Der hat jetzt Leder gedroppt und Raw Vensien. So, liebe Kinder, ihr wisst ja jetzt, wer Bambi getötet hat, ne? Trivolo war's. Genau. Erste Folge, hau der Furi kaputt. Dann jetzt muss er hier 16. Folge, hau der hier Dingens kaputt. Hier Bambi. Mein Gott, was ist das bloß für ein Mörder, du? Nee. Diese Schwärme. Ja, die meine ich. Da habe ich vorhin auch irgendwie so lang und schmutzig Schaden gekriegt. Das war irgendwie. Ach, da seid ihr. Ja, ich muss jedes Mal drüber lachen. Keiner geht in seinen Kommentaren oder unter seinen Videos in die Kommentare drauf ein. Und er haut nur so eine Bolzen raus. Und ich denke mir jedes Mal so, ja genau, lang und schmutzig. Nee, ist klar. Der nervt. Ah! Geh weg. Der nervt. Ist kaputt gegangen. Ja, mein Schwert. Ich hab den Faustrad bekommen. Willst du ihn haben? Ja, der gerne. Faustschad. Gerne. Weißt also du, die Bäume sind ja echt Wucht, ne? Die sehen ja so geil aus. Ihr seid hier auch auf Level 33, also nach oben ist ordentlich viel Platz. Ja, das ist halt dauerhaft hier. Die Bäume kann man sich richtig verlieben. Also die sind echt richtig schick. Allgemein ziemlich interessant hier, muss ich sagen. Oh, Äpfel! Jetzt habe ich ja verstanden, was da oben leuchtet. Das sind Glühwürmchen, alles klar. Du, pass mal auf, da gibt es noch das ultimative das ultimative Viechzeug. Und zwar heißen die irgendwie Zirkada. Ich habe, glaube ich, ein Disconnect rein. Zirkada, irgendwie so heißen die. Die machen Musik. Musik? Okay. Ja, die sind richtig genial, jemanden zu ärgern auf einem Server, wenn du das irgendwo versteckst, das Vieh, weil die zirpen einfach. Aber die zirpen lange. Die hören nicht mehr auf. Boah, dich jetzt so lange, bis du sie platt schlägst? Das erinnert mich an den Zombie, den ich gesucht habe, der dann in einem zwei hohen Raum gespawnt ist, wo unten auf der Erde Redstone drauf lag. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass er... Da dürfte normalerweise nicht spawnen. Ja, aber die Spawn-Regeln in Minecraft, die sind halt manchmal ein bisschen merkwürdig. Diese Glühwürmchen kommt man auch irgendwie auch einfangen, ne?
Du kannst du einfach mit der Dings abbauen, mit der Spitzhacke oder so. Echt? Die machen einen Schlag. Die machen dann ein bisschen Licht. Ich glaube Fackellicht. Von der Helligkeit. Ja, dann hole ich mir doch mal so ein Vieh. Ich will jetzt auch mal so ein Hase. Warum hau ich hier mit der Spitzhacke auf den Baum ein? Bin ich blöd. Wildschwein. Wie ist mein Tod? Eigentlich gerade runter? Also jetzt nochmal so eine kleine Zwischenfrage. Wo rennen wir eigentlich hin? Oh, Wildschwein. Einfach erforschen. Firefly, ich hab einen. Wo seid ihr? Ah, ja gut, okay. Ich dachte, es gibt ein Ziel, aber okay. Also ist der Weg das Ziel? Genau, der Weg ist das Ziel. Es könnte sein, dass südlich von uns irgendwas ist. Wenn ihr auf die Karte guckt, das kann natürlich auch einfach nur Dreck sein. Also, Das Schwarze? Nee, weiter. Südlich. Weiter runter. Ziemlich genau südlich. Ja, da ist irgendein Fleck auf der Karte. Das kann natürlich auch einfach freiliegender Stein sein. Ja. Oh. Also gefährlich sind ist ein Bossgegner, der fast frei steht, wo ich die Befürchtung habe, dass ich den gleich sehen werde. Das ist die Hydra. Boah, wo seid denn ihr? Ihr seid ja ewig weit weg. Ja, das ist nur Stein. Ist nix. Ja, hier ist auch nix. Das sah aus wie eine Hydra, so ein Hydra-Unterschlupf. Ja, gut. Das ist nur ein Wildschwein. Ja. Alter. Ah, ich sehe jemanden. Das bin Wahnsinn. Ich. Siehst du uns nicht auf der Minimap? Ui, dunkle Höhle. Ja, der Minimap laufe ich die ganze Zeit hinterher, aber irgendwie habe ich euch dann trotzdem nicht gesehen. Ach so. Packet ihr gar nicht auf? Das Aluminium, ach. Ich dachte, ich wäre hier am Tin abbauen. Was ist hier denn los? Dieser Steinfleck, der hat ja wieder Kohle, das ist ja pure Wahnsinn. Ah, und schon wieder Taschen voll hier, ja. Und Eisen und Zertusquarz. Nein, ich hab noch. Tasche? Ja, ich hab noch. Keine Panik. Was ist denn mit Cobblestone ein bisschen bearbeiten zur Not? Was ist denn das? Ist das denn Nase? Guck mal, was ist denn das für ein Bug? Immer wenn ich diese Beeren, die leuchten, immer wenn ich die ansehe, dann despawnen die sofort. Ja, ich wollte schon eine mitnehmen und jedes Mal war sie weg. Ich denk, verdammt normal. Ja. Also normalerweise kann man die abbauen. Normalerweise. Amiga, machst du mit mir jetzt schon mit One oder wie? Ja, ich bin hier irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, das Schöne ist, da bin ich auch schon drüber und dann abgestürzt. Poff. Wo seid ihr hin? Da musste ich auch sofort irgendwie an Jump-and-Run-Einlage denken. Okay, ich komme auch mal runter. Hier haben wir noch 4 Sticks. Aus den 4 Sticks, da machen wir doch noch mal ein paar Fägelchen. So, dann haben wir wieder 17 Stück. Aber seid ihr hier? Da hinten seid ihr. Trivono war ganz weit weg. Ja. Da ist auch so ein merkwürdiger Fleck. Ganz am Rand der Karte. Kann nur Schuss das was sein können? Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwo müssen wir mal was finden hier. Oh du, da kannst und, du lange suchen. Genau, manchmal. Südwesten sieht es nach einer Struktur aus. Hier sieht es nach einem komischen, sehr dichten Wald aus. Im Westen habe ich irgendwas da, so auf einer Minimap jedenfalls. Wenn ich hier so stehe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was ist. Das ist im Südwesten, das könnte Nager sein. Das ist eine Schlucht. Also wenn es Nager ist, haben wir ein Problem. Nee, ist eine Schlucht. Also hier, wo ich gerade bin, kommt ein ganz, ganz dunkler Wald. Ja, cool. In der Mitte ist was drin, glaube ich. Im Dark Forest? Nee. Da ist nichts drin. Nee, da ist oben drauf. Komm her, ihr Krähe. Obendrauf auf dem Dark Forest, da sind manchmal so eine Festungen. Da hat man denn wirklich so eine Adventure-Jump-and-Run-Einlagen. Das sieht gefährlich aus. Ist es auch. Ich meine hier mit dem Wald, das sieht irgendwie so. Ja. Der ist dunkel. Nicht von schlechten Eltern. Der ist extrem düster auf jeden Fall. Der ist Titus-freundlich. Vorsicht, hier ist eine Spalte. Spalte. Muss der Schwarzwald sein. Yep. Bring mal runter. Guck mal, was da ist. Ich hab mir das so abgewöhnt. Auch hier ein Druid. Wie komme ich denn hier weiter, Mensch? Verdammt. Das war ein Druid. Machen richtig böse Aua. Yep. Oh,
Da gibt es auch so eine Spawnräume oder Spawnhäuser sind das. Das sind so eine, ja, da kommt irgendwas Blaues, diese kleinen Gnomenteil-Dinger. Aua. Die haben Goldnuggets. Goldnuggets und Weizen haben die. Aber die geben lustige Geräusche von sich. Ja, ja, die sind cool. Oh, hier wird ja auch der nächste Stack sofort nachgezogen. Ich sehe dunkle Augen oder irgendwas. Oh, was ist das? Der sieht nicht freundlich aus, der ist auch nicht freundlich. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nicht freundlich. Der muss jetzt. Oha, oha, Vorsicht, Vorsicht, dicke Spinne und hier so ein Reiter. So ein Druidenreiter. Der hat mich schon vergiftet. Oh. Ich war natürlich wieder zu spät. Ach, der. Alter, was hat denn der alles fallen gelassen gerade? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab davon nichts. Doch, eine goldene Höhe. Ich hab Torchberries. Ah, noch einer. Was sind Torchberries? Ja, das sind Beeren, die leuchten, die eine Fackel fungieren. Das sind die, die ich vorhin meinte, die immer verschwinden. Irgendwer hat die jetzt noch eingesammelt. Ich war wieder mal nicht schnell genug. Irgendeiner ist vergiftet. Das bin ich gerade gewesen. Ich nicht. Ist schon wieder ledig. Hab ich was eingesammelt? So Torchberries. Ich hab hier einen Torchberry. Ja, das sind halt diese Beeren, die eben gerade immer despawned sind, wenn wir uns genähert haben. Ah, sehr schön. Pilze. Pilze. Kann man die einpflanzen, dass die wieder wachsen? Die Torchberries? So. Ich meine ja. Ich glaube, da waren eher die Pilze gemeint, oder? Nee, diese Torchberries waren gemeint. Meine ja. Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall kannst du sie einpflanzen, dass sie Licht geben. Ah, okay. Ich würde ja jetzt gerne mal so einen Boss haben hier so. Zack. Ja, würden wir gerne alle haben, aber ich sag mal, mit unserem Equipment in so eine Festung vom Lichtking reinmarschieren oder so, das wird ein fröhliches, ja. Ne? Ja, das ist noch schlimmer als der Wizard, ne? Oder wie war das? Stell dich mal nicht so an, ey, das ist doch jetzt alles, ne? Viel freundlicher geworden. Also wie man den Lichtking hier, Lichtking heißt der auch nicht, der heißt irgendwie anders, The Lich oder Aua. Irgendwie so heißt der richtig. Zombie. Wie man den bekämpft, also die in Anführungsstrichen Taktik kenne ich, die ist so stupide, dass sie schon wieder schwer ist. Also die ist schon wieder zu einfach. Ich nehme hier einfach jetzt mal ein bisschen was von dem Holz mit. Einfach so? Einfach so. Oh. Wahnsinn. Ja, ich hab eine gute Idee. Ich probiere mal die Lumber-Eggs aus. Wir haben diese Pilze. Ja, wollte ich gerade sagen. Hier, die Pilze. Oh, und sind da Steinböcke? Ich glaube, hier ist das gerade nicht so richtig gut mit der Lumber-Eggs. Diese Böcke da, das ist das Verzweig. Kannst du es gerne mal versuchen. Ach, guck mal, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist was. Bei mir hier. Da ist diese, eine Struktur drin. Ja. Diese Böcke hier, diese Schafsböcke, das ist, wenn man ein Schaf mit dieser Essenz. Das ist ein Labyrinth. Darunter ist ein Labyrinth. Okay. Das ist ein Block, der irgendwie nicht vanilla-tauglich ist. Block a decorative maze stone brick. Gravel und. Alter! Was ist denn das? Was sind das für Blöcke? Ich glaube, die kriegst du nicht so richtig schnell kaputt. Mit der Diamantaxt eine halbe Stunde drauf rumprügeln. Ja, Glückwunsch dazu. Dekorativer Messstone-Ziegel. Ja. Nee. Ich hier in der Mitte runter. Ob ich da mit meiner Holzspitzhacke weit komme? Wir wollten doch irgendein Abenteuer. Genau. Okay, also mit der Eisen tut sich hier ja auch gar nichts, wenn er drauf rumprügelt. Ich muss mal gucken, mein Inventar ist irgendwie voll. Ich habe nur Mist. Wenn du eine Tasche brauchst, sag Bescheid. Was ist denn ein Spoils Bag? Da sind lauter schöne Sachen drin. Kannst du mit Rechtsklick aufmachen. Oh, warum kriege ich denn hier Schaden? Oh, so ein Kuh-Ding. Oh, warum haust du immer mich? Ey, ich glaube, es geht los. Das liegt an deiner unauffälligen goldenen Rüstung. Ja. War aber gut, dass auf dich losgegangen ist. Da konnte ich schön in meine Taschen gucken. Natürlich, geht's hier weiter. Guck mal, zack. Wie seid denn ihr? Dann brauche ich im Dunkeln weniger Fackeln. Wo seid ihr eigentlich hin? Ja, wüsste ich auch gerade gern. Was sind denn das für Slimes, ey? Hallo, Mädels, wo seid ihr hin? Hallo, Spinne. Wo seid ihr hin? Komm her. In welche Richtung?
Was ist denn das? Vorsicht. Ach, ihr seid in der Mitte runtergesprungen. Da ist irgendwas. Klar. Genau. Was auch immer das war. Es ist jetzt auf jeden Fall tot. Genau. Jetzt ist es tot. Meine Rüstung ist fast platt. Seid ihr ganz unten oder? Ja. Ah, ja, ja, gut, okay. Jetzt sehe ich euch. Da kommt schon wieder so ein. Achso, habt ihr zugemacht. Warte mal kurz. Ich mach hier mal eben so einen kleinen. Nein, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich haben. Und dann machen wir einmal hier so. Amiga, du bist im Weg. Ich wollte den Weg weiter runterbauen. Und dann mache ich mal kurz so. Und dann mache ich mal kurz so. Dann muss ich schon wieder hier ran. Und dann muss ich hier. Und dann muss ich da. Mist. Und dann muss ich da. Und dann muss ich so. Und dann. Was mache ich hier schon wieder? Ohne, das ja, ist so. Nur du. Ja, leider. Das der ist ja das Schlimme. Nicht. Ich muss mir eine neue Rüstung craften, weil meine Rüstung ist langsam ADF. Auf ADF? Der Flucht. Auf der Flucht. IA im Arsch. Ja. Sozusagen. Oh, hier, da ist so ein Ich werf Schleimbälle-Käfer. Warum haben wir eigentlich keine Bögen? Ich hab einen. Weil ich da nicht dran gedacht hab. Ich hab keinen, weil ich vorhin mal gestorben bin in der ersten Aufnahme. Da ist alles bei Hops gegangen. Ich hab Pfeile, falls einer Pfeile haben will. Lasst ihr euch eigentlich die ganzen Gegner auf der Minimap anzeigen? Nee, die stören einfach nur. Ja. Ja, also dann weißt du ja, was hier ringsrum an Polade so ist, ne? Ja. Ja, ja, da ist Party. Der werden wir uns jetzt einfach mal anschließen, oder? Vor allem, da sind diese hässlichen Käfer, die einen greifen, sehe ich da doch schon wieder zwischen. Dann macht mal einer auf. Nee. Oh, was ist das? Was war das? Das also war ein Creeper. Das war aber, wenn, mehr als ein Creeper. Danke. Ja, ich wollte es nicht sagen, weil ich hab's nur gehört. Bum, 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 bum. Ja, ja, das eben. Das war ja Silvester. Gut, alle, ist wieder hier alle. Derjenige, der ich denke mal, wir laufen alle in eine Richtung, oder? Es ist ich nicht. Mach mal hinten zu. Hey. Spinne. Wasser. Was ist das denn? Da bin ich, Spinne. Hau ab. Boah, diese komischen essen, Kuhgeräusche. Ich hier irgendwie, ne? Ich bin out of Fackeln. Okay, ich hab noch. Und out of Sticks. Irgendwie habe ich eben gerade gegessen, aber ging irgendwie nicht. Nee, du musst sehr lange gedrückt halten. Ja, hab ich genau. Gemerkt. Hab ich hier rein. Hier ist, glaube ich, was drin. Mhm. Das war ein Spawner. Genau. Oh, das hier sind Kisten hinter Glas, hinter Säulen. Ja, hier nicht. Aber egal, erstmal ausleuchten. Werf deinen Mann. Oh, schon auf Healing. Mace Wafer. Oh ja. Ihr raubt hier Kisten? Rauben Kisten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da jetzt alles rausgenommen habe aus der Kiste, aber... Damit, lauter schöne was nicht so nagelfest ist. So. Ach, hier ist noch eine Kiste hinter Eisen. Ja, hatte ich auch. Ich habe Eisen weggehauen und dahinter war eine Kiste. Ja, so eine schicke Doppelkiste. Mal gucken, was so drin ist. Hier. Ich finde es auch witzig, diese dynamischen Blöcke, die, wenn du dich näherst, plötzlich verschwinden. Ja, irgendwie voll merkwürdig, ne? Oh, hier. Nee. Ich habe aus Versehen ausgelöst. Scheibenkleister. Was hast du denn ausgelöst? Das hat sich sehr interessant angehört. Da war sehe ich auch gerade. Sehe ich auch gerade. Da musst du aufpassen. Oha! Alter! Das war die Kiste. Das ist nicht. Ja, meine Kiste hat's auch zerbröselt. Das ist also nicht ohne. Ich habe nur den Draht weggekloppt. Hier übers Wasser. Das hatte ich auch gemacht. Ich hatte aus Versehen den Draht weggekloppt und dann hat's Poff gemacht. Dann war Kiste Alete. Halt, bin falsch. Verdammt, wo seid ihr alle? Wir sollten uns nicht trennen. Ihr kennt doch das mit den Horrorfilmen. Immer wenn sich getrennt wird. Wir sind hier zu dritt zusammen. Jetzt sind wir zu viert. Ja. Bakerman war gerade noch hinter mir. Siehst du, Bakerman ist jetzt der Quotenschwarze. So fängt's an. der sterben muss. Genau. Nein, ich sterb nicht. Habe ich heute nicht vor. Alter, da ist aber richtig TNT unter, ne? Ja, da ist ordentlich Party. Also da ist auf jeden Fall. Viel Spaß. Bakerman, wir gehen an der anderen Seite lang. Achso. Boah, ich hab hier zwischendurch Lachs hier jetzt schon wieder, ey. Hölle. Mit den Slimes kennst du dich doch aus. Ja, mit denen ist ja kein Problem. Oh.
Aber ich weiß ja nicht, ob das hier besondere sind. Nö, sieht nicht so aus. Brauchen wir auch nur Slimeballs. Einfach breiten und fertig. Genau. Wo seid ihr? Ach, da. Hier ist Wara. Oh, cool. Charm of Keeping habe ich. So einen ullen Enterhaken. Ja, du bist zurückgerannt. Ja, irgendwie mein Anzug ist da ein bisschen bescheiden. Wenn es durchs Wasser geht. Da steht ein Creeper um die Ecke. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, der hat dich auch gesehen, glaube ich. Ah, verdammt. Hat nicht ganz gereicht. Na komm her. Genau. Ja. Ach, nein, hier. Da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Hier hinten geht's aber auch noch ins fürchterlich Dunkle. Und ich habe hier hinten ist noch so ein. Kann das sein? Hier ist noch so eine olle Kiste irgendwie wahrscheinlich. Ja, hier ist noch so eine Doppelkiste. So, jetzt mal mit Verstand daran irgendwie. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Das Problem ist das ganze Wasser hier. Ich glaube, Tagun und ich sind nicht bei euch. Nee. Ihr nicht. Wow, Trivolo, bleib mal locker hier. Also mittlerweile... Da jetzt wieder so ein oller Draht ist, aber eigentlich... Lass uns mal gucken. Eigentlich müsste das Wasser den Draht weggespült haben. Tagun? Ja, ich bin... Die anderen? Ich bin bei Butzemann. Hier ist Schrott drin. Wir definieren uns einfach als Mittelpunkt und die anderen sind falsch. Ich habe einen goldenen Apfel. Also wir sind beim Ausgangspunkt, mehr oder weniger. Butzemann und ich. Genau. Also ich bin ganz froh, dass wir die anderen Kisten wegnehmen. Hier haben wir auch wieder eine Kiste. Da ist wieder das... Warte. Ich komme mal... Das sieht aus wie ein Skorpion oder irgendwie sowas. Ja, ich habe hier so... Nein! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ja, du wolltest das ja nicht anders. Nee, ich würde mich von einer anderen... Scheiße! Nee, da kommst du ja nicht ran. Das für ein Slime? Scheiße! Tor ab! Hau ab! Weg! Warte, Mann, das wo seid ihr? Vorsicht, Amiga. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, shit! Ach so, kommst du da echt dran? Ah, nicht schlecht. Lava? Nichts Richtiges. Da will man mal in seinen Taschen gucken, da kommen da die Viecher ein. Oh, hier ist noch so ein Skorpion-Ding. Nicht schon wieder. Aua. Ja. Oh ja, hier ist er. Hier ist der Spawner. Von dem Zeugs oder was? Wo ist er denn? Nee. Da ist noch eine Kiste. Ja, hier ist schon wieder so ein Taure oder irgendwie so. Gleich zwei Stück. So. Nein, ich hatte wo Freeze, bist denn du? Ich hab wieder Platte. Verdammt, wo seid denn ihr jetzt wieder? Ja. Da wüsste ich auch gerade gern. Gut, wunderbar. Schön dem Biber Butzemann folgen, der weiß wenigstens, wie es geht. Hier, musst du mal zugucken. Der stellt wie hast du das jetzt gemacht? Ah, ja, pass auf. Jetzt zack und dann kannst du öffnen. Und jetzt kannst du Kiste öffnen. Ohne goldene Axt. Da ist noch ein Haken drin. Papier, Leder, goldene Abel, Pfeile, Sugarcanes und Sticks. Hier ist noch eine. Noch Arkischt. Biber Butzemann Tagun sehe ich hier. Guck mal, jetzt will ich auch mal in so eine Kiste reingucken. Ja, und dann sprengt die gleich wieder in die Luft. Butze, geht da lieber weg. TNT. Was haben wir denn? Lohnrute, nehme ich mal mit. Ey, der hat hier wieder den Sechser im Lotto, weißt du, der alte Lacker, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, sind doch nur zwei. Ja, lädst den mal einmal ein zu so einem Let's Play, ne? Waffe, was ist denn Leucht? Ich habe vier Leuchtkäfer. Wir haben dir was mitgebracht. Geschenktes Haus, völlig unverbindlich. Hast du das gemacht? Nein, das ist so. Falls du Fackeln brauchst. Ah ja. Oh prima, ja, nee. Ich habe keine mehr. Ich nehme hier wirklich mal Farben mit. Ich kann mir noch welche geben. Ja, ich hab die Taschen so voll, ey. Das ist warum lackt denn das bei mir im Augenblick so? Das ist ja fürchterlich. Oh, da ist wieder so ein Käfer. Und jedem. Aua! Dankeschön. Da hat zwei Stacks. Ey, der hat mich gepackt, der Sack. Du reitest auf ihn. Hier, meine neue Rüstung. Ist sie nicht wunderschön? Ist sie nicht wunderschön? Wer braucht von euch Fackeln? Da liegt noch ein Stack rum. Oh, schön, nehme ich. Das ist eine Steel-Leaf-Rüstung. Die haben anscheinend nicht im Tage. Das ist so eine Rüstung, womit du hier im Twilight Forest die Bosse wohl nur eine Resistenz gegen hast oder irgendwie so ein Quatsch, keine Ahnung. Naja, nicht schlecht.
Putze, ja, komm, komm, wir sind noch nicht durch. Ja. Der hält aber einiges aus, der Sack. Ne? Wo geht's denn eigentlich lang? Hat irgendjemand rechts noch einen Plan, wo es ja lang hier geht? Hier. Und dann, die Musik bei mir ist auch gerade wieder passend. Das ist wieder dieser Ich-lach-dich-aus-Sound. Wer ist einmal im Kreis gelaufen? Schön, das sag. Ja. Wenn die Fackeln auf der anderen Seite sind. Die Fackeln hatte ich ja abgenommen. Oh mein Gott. Hier, so ein Mod, das wäre doch was. Noch hier, einer. Wir hatten doch vorhin gerade so das Thema Gronkh. Das so ein Mod, das wäre genau was für den. Also hier ich erinnere mich was so an die Folgen 150 und so, der Mann da durch seine Höhle da durchlief. Wo ist er denn? Mhm. Hinter dir ist erstmal ein Schleim. Was ist denn hier? Ach, war das eben gerade? Ist schon wieder zu Ende hier oder was? Auf der linken Seite soll ich die Fackeln platzieren oder? Ja. Gut. Wenn du reinläufst, auf die linke. Okay. Ah, hier waren wir schon. Ja, das ist, glaube ich, dann wieder in der Nähe vom Ausgang. Bitte. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich weiß gar nicht, wo. Haben wir es schon erforscht. Oh, ich sehe was. Da bist du. Ich sehe was. Was siehst du denn? Wir sind wieder blaue Diamanten, oder? Nee, das ist Lied. Ach, verdammt. Kann ich sowieso nicht aufsammeln. Lied. Und da wird immer irgendwie gesagt, wenn ich Lied ausspreche, Liederz, das würde Led heißen. Jetzt sagt mir aber der Google Translator, wenn ich mir das anhöre, Lied. Und nach phonetischer Schrift würde ich auch Lied lesen. Ja, was sagt auch ihr denn? Britisch. Ja, keine Ahnung. Das ist die Frage. Keine Ahnung. Ich habe amerikanisches Englisch in der Schule lernen müssen. Doch. Wie lange ist her? Erstmal ein bisschen mistlos geworden. Was will ich denn mit dem Weizen an? Ich glaube, hier waren wir schon. Hat einer eine Wirbelschmidt? Ja. Drei Weizen macht ein Brot. Ja, hier in der Mitte, ganz wir in der Mitte. Wo wir ganz am Anfang Sachen, waren. Hast du das nicht erforscht? Und es geht auch noch tiefer, meine ich. Na, dann müssen wir mal noch ein bisschen weiter suchen. Also da hier ist noch ein dunkles Eck. Nicht alles irgendwie. Also, wenn ihr hier diese. Oh, hier ist noch ein dunkles Eck. Ach, da ist wieder so ein komischer Slime. Wo ist er jetzt hingelaufen? Putze, wo bist du? Hier. Ja, wo? Bei zu Hause. Hier, vor mir. Hier, stehen bleiben. Hier ist eine Kiste. Wahnsinn, halt, meine ersten Slimebälle. Da, ja, jetzt sehe ich. Hier. Spinne, Vorsicht. Die kleine. Schade, Trivolo, dass du nicht deinen richtigen Namending da teilgerät. Ja, ich muss mal kurz was essen. Ist nicht so richtig was Tolles. Hättest du dich mal mit Trivolo angemeldet, ne? Ich gehe vorsichtig vor. Ach so, ja. Gut. Jetzt weiß ich, was du meinst. Als ich Minecraft erstellt habe, gab es den Kanal Trivolo noch nicht, aber die Spielfigur gab es schon. Und meine Frau wollte Blood Circle nicht übernehmen, die wollte Trivolotta haben. Okay. Die hat ja den Minecraft-Account letztes Jahr zu Weihnachten von mir gekriegt. Wollte sie unbedingt haben. Habe ich gesagt, willst du ihn zu Weihnachten haben? Hat sie gesagt, ja. Was ist das denn hier für eine Fackelwand? So konntest du ja mal mit ihr zusammen spielen. So, jetzt, verdammt, richtig. Wir haben doch noch nicht alles erkundet. Das kann es doch nicht sein. Nee, irgendwie nicht. Hat sich hier einer mit Fackeln ausgetobt oder? Nee. Irgendwie muss es doch noch weitergehen. Da waren wir doch schon. Hier geht's nach unten, aber hier ist nichts. Hier unter dieser Bedrock, Schicht hier. Vor allen Dingen das Interessante ist ja, wo sind denn da ist noch dunkel. Amiga Link und Beckerman? Ja, wir sind zusammen. Aua! Ey, mal ganz ehrlich, das ist so eine harte Nummer oder eine Verarsche oder was? Das Ding ist tatsächlich ringsrum aus Bedrock gebaut. So dass du da auch dich niemals. Ja, genau, du musst da durch die bestimmten Ein- und Ausgänge raus. Das ist echt Sturmangriff, hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung, wo ihr seid. Habe ich auch keine Ahnung, aber wir sind zumindest zusammen. Also im planlos durch die Gegend laufen bin ich Weltklasse. Ja. Hier sind zwei Viecher, die sich gegenseitig bekämpfen. Sieht auch lustig aus. Alter, da kommt schon wieder so ein Vieh. Das ist ein Skelett. Ich habe eine Holzwand gefunden und ich habe zurückgefunden. Ich mache sehr schön. Rein. Wenn ihr zu uns kommt, da geht's in die nächste Ebene. Ja, zu euch ist gut. Wo seid denn ihr ja? Ich denke mal hier, wo, also da, wo wir gestartet sind und dann durch die Holzwand. Ich finde euch nicht. Hier ist dunkel. Es ist so dunkel. Aber du bist doch jetzt gleich bei uns. Gehen wir mal suchen. Wo ist denn der Kerl? Ja, irgendwo hinter uns. Nee, wir aua. Hier ist nix. Scheiße, da ist irgendwas, was brennt.
der Kind. Ja, hier, es hat sich auch angehört, als würde hier einer mit Feuerbällen schießen. Aua, ja, der Käfer. Ja. Trevolo, wo bist denn du hin? Keine Ahnung. Ich bin irgendwo abgebogen. Ich warte lieber in der Mitte, Käfer, weil sonst finde ich wieder wohin zurück. Ich bin im Kreis gelaufen. Da hinten ist noch einer. Ja, da muss ein Spawner sein. Bin irgendwo schwach. Und von der anderen Seite kommt schon wieder ein... Aua! Hier ist aber auch dunkel. Da sehe ich zwei Namensdinger. Ja, sehe Kuh. Ich sehe Bakerman und Amiga durch die Wand, aber ich habe keine Ahnung, wie ich zu den beiden gelangen kann. Notfalls durch die Wand. Ah ne, die kannst du ja nicht kaputt hauen, ne? Richtig. Naja, das würde wahrscheinlich... Ach, naja, obwohl, du hast doch Diamantenkugel. Probier mal. Ja, habe ich schon versucht. Da klopfst du dir einen Wolf. Ja, aber wir stehen immer vor den Wänden. Also ich zumindest. Ich habe sie gefunden. Super. Yay. Sehr gut, danke. Wenigstens einer. Also hier sehe ich auch schon eine weggesprengte Truhe. Ihr wart also Amiga auch erfolgreich. Hier steht... Hier drin ist irgendwo noch ein Spawner, wahrscheinlich. Also ich laufe jetzt nur noch nach Minimap und komme euch irgendwie... Oh, eine Kiste. Nicht wirklich näher. Oh. Ach, verdammt. Vorsicht. Was Interessantes drin? Aua! Den habe ich jetzt aber nicht ausgelöst. Nee. Das hat vorhin auch jetzt funktioniert. Ja, es war was Interessantes drin. Biberbutzmann, ja gut, okay. Da, ich folge dir mal unauffällig. Es wäre was Interessantes. Es wäre etwas Interessantes drin gewesen. Auf gut Deutsch, es ist kaputt. Gott, ist das verwirrend hier. Aber ist schön, gefällt mir. Ja, ist mal was anderes, nicht? Ja. Na, gerade für mich als Vanilla-Spieler. Ja, das ist aber ein merkwürdiger Einstieg, hätte ich jetzt gesagt, als Vanilla-Spieler, oder? Ja, doch. Toll. Naja, das ist ja, das ganze APT ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn man das so sieht mit den ganzen vielen, vielen Mods. Davor habe ich ja eigentlich mehr oder weniger immer frei. Müsst ihr die ganzen Kisten in die Luft jagen, oder was? Alter! Da war aber eh nichts Geschicktes, Gescheites drin. Ich war in der Nähe von dieser Kiste und kriege hier unendlich welche eingeschenkt. Also. Ja. Ich habe nur einen goldenen Apfel da rausgenommen. Was? Wo war das nach unten? Ja, da waren wir noch nach unten, oder? Ja, irgendwo. Ja, mit hier. Wo ist er denn? Und hier. Oh. Immer Indiana Jones hinterher. Oder hast du den Indianer-Skin nicht mehr? Nein, den habe ich noch. Ah, meine ich doch. Ach, hier. So, erstmal schön sammeln hier. Hier ist noch eine dunkle Ecke, da können wir noch mal ein Stückchen weiter gehen. Oh, da. Machen wir es mal her. Ich weiß wieder nicht, wo ihr hin seid. Ich komme lieber mit, tiefer. Nicht, dass ihr hier wieder irgendwelche Kissen. Da lassen wir mal hoch. Ach, da. Oh, mit dem. Ich hätte ihn aber noch gekriegt. Da geht's noch weiter und da geht's noch weiter. Ja, es gibt zwei Abweige. Hier ist wieder eine Kiste. Links. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Nein? Keiner? Ich bin auch schon dran. Hier wäre auch noch mal eine Kiste, wenn jemand möchte. Ist noch jemand ohne Fahrschein? Nicht mehr kaputt. Mach doch auf. Steel Leaf ist da drin und Mace Wafer. Hier um die Ecke. Kein Platz mehr. Da ist noch mal eine... Mal gucken, was da drin ist. Der Stack bei mir ist so schön. Ja, könnte ich auch. Ich könnte auch das Steel Leaf mitnehmen. Also ich muss mal sagen, hier diese Hamburger oder was das ist, ne? Hier dieses... Leitet Mehl, das hält echt eine ganze Ecke vor. Da ist nichts mal Richtiges drin. Bisschen Papier. Okay. Gut, das nehme ich mit. Nee, das brauche ich. Eigentlich hatte ich mit Tagun ja noch ein paar andere Sachen vor. So ein paar essentielle Dingenssachen. Aber jetzt sind wir halt hier. Ja, eigentlich eigentlich war mein Plan ja, ich frage dir mal ganz viele Löcher in den Bauch, damit das nicht so auffällt, dass ich überhaupt keinen Plan von den ganzen Mods habe. Das weiß jeder, dass du keinen Plan von den ganzen Mods hast. Das wissen sogar deine Abonnenten. Ja, das kannst du jetzt so nicht sagen. Doch, du sagst es ja jedes Mal. Okay, das ist vielleicht... Da ist gerade jemand neben mir und hat gerade die Treppe gebaut und ich habe ihn nur nicht gesehen, oder ist sie von selbst gerade entstanden? Ja, die ist von selbst entstanden. Trivolo. Ich bin hier unten gar nicht. Ach so. Uha! Oh, ich hab nichts zum Bauen. Kann ich mit Eisen so bauen? Können wir einer runterkommen und mir mal helfen hier die... Da ist schon wieder so ein Feuerwurz und... Ich wollte hier eigentlich... Ich wollte hier eigentlich die Löcher wieder zumachen, wie beim letzten Mal, aber ich habe auch nichts zu tun.
Mensch, aua! Mann! Was war denn das wieder? Ach da! Ah, ich hab... Ich sehe den nicht mal! Ich gucke immer nur in euch rein! Das ist fürchterlich! Ey, das sind zwei Endermen! Hier habe ich Holz. Oh, dieser Enderman-Sound. Okay. Aber der ist richtig gut geworden, finde ich. Verwendet ja. Auch den Baumaterial. Ich habe noch einen halben Stack Koppel, den ich abgeben kann. Da ist, glaube ich. Noch ein Enderman. Was ist denn hier, ey? Da muss ein Spawner wahrscheinlich sein. Bulle und. Der Enderman-Spawner? Das wäre aber neu. Hier ist ein. Ja. Ich hätte mal ein Schwert nehmen sollen, dann geht ey, das. Ey, cool, hier ist Mycelium. Was weiß ich, wie das Zeugs heißt. Mycelium? Ja. Ach, aus diesem Pilzen, Kubium oder was? Mycelium. Ja. Da warte hier manchmal zu. Toll, oh, baust du mal was kommt essen Dirt jetzt. Raus. Ich bin ein Dummkopf, Alter. Das, ich mein. Geh doch. Das muss man mit Silk Touch abbauen. Ich hab's nicht. Dann bau doch ab. Das ist ein Maschart da unten. Hier ist noch mehr davon. Was mir gerade auffällt, wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Oh, cool. Ja. Ich cut das in 2-30 Minuten Parts. Ja, Leute, muss ich auch mal gucken, wie ich das dann mache. Ja. Ja. Benutzt doch das gleiche Programm. Ja, ja, das ist ein schlimmer. Alter. Mit dem Runtercutten ist ja nicht das Ding. Aber mir läuft die Festplatte langsam voll. Okay. Sonst müssen wir eine 5-Minuten Pause machen und ich kopiere das schnell rüber. Eine 5-Minuten Pause wäre meiner Blase ja. Ganz recht. Ja, okay. Können wir gleich machen. Ich guck mal hier nicht los. Würde ich sagen, lassen wir unseren ganzen Zuschauern die Spannung für die Kiste, die Amiga Link jetzt schon doch auch aufgemacht hat, wahrscheinlich? Nein, ich stehe nur davor. Die Spannung für diese Kiste steigt. Wird sich da drin endlich für Amiga Link drin befinden oder nicht? Das alles und noch mehr erfahren. Eher eine Portal Gun wäre viel geiler. Die habe ich. Die habe ich in meinem Ich will Besitz. Eine. Ich will eine. Alles klar, dann würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Hau da bis rein. Gleich. Macht's gut. Tschüss.